Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und vorneweg schön, dass ihr erstmal eingeschaltet habt. Und heute schauen wir uns mal was Interessantes an, und zwar das Auto-Clear bzw. automatische Säubern des Bunker Alphas. Der Dragon Ace, liebe Grüße an der Stelle auch an dich, hat da auch schon mal ein Video drüber gemacht. Und ich wollte das Ganze einfach auch selbst nochmal in einem Video zeigen, weil vom Dragon Ace, das ist glaube ich auch das einzige, was es auf YouTube gibt. Deswegen dachte ich, mache ich da auch nochmal ein Video drüber. Außerdem habe ich einfach massenhaft an Rationen und die wollte ich eben mir auch dafür aufheben. Genau, und das wollte ich eigentlich heute in einem kurzen Video noch machen. Dann wird heute auch noch ein zweites Video kommen, wo wir mal einen kleinen Trick uns anschauen mit den Plünderern, wie man die easy töten kann. Aber dazu dann im nächsten Video mehr. Auch an der Stelle liebe Grüße an den Respark Gaming, der diesen Trick dann, von dem ich diesen Trick dann abgeguckt habe. Aber das schauen wir uns dann im nächsten Video an. Wir wollen uns ja heute mit dem Auto-Clearen beschäftigen. Also ihr seht, es kostet 100 Rationen, man kann es zweimal machen. Und ja, es ist ziemlich teuer, 100 Rationen. Ich würde einfach mal sagen, bevor ich das alles abchecke, schauen wir erst mal, was wir bekommen können. 100 Rationen, let's go. Okay, wir bekommen 25 rote Tickets. Das hält, die 25 roten Tickets sind in der Tat für alle vier Etagen. Das könnte hinkommen mit den Tickets. Also bei den roten Tickets stimme ich voll und ganz zu. 5 Granaten, das ist ziemlich viel. Wahrscheinlich kommt aus der vierten Etage relativ viel noch dazu. Und das ist, by the way, übrigens nicht das Einzige, was ihr bekommen habt. Denn das, was ihr nicht bekommen, also das, was ihr hier nicht seht, habt ihr trotzdem bekommen. Unter anderem zum Beispiel. Okay, doch nicht. Ich dachte eigentlich, dass das Zeug, was nicht auf der Tabelle ist, dass das einfach trotzdem mit in die Inbox gelegt wird. Alu-Drähte zum Beispiel sind typisch für Bunker Alpha, waren nicht mit dabei. Aber wir haben Kampfausrüstungskupons bekommen. Habe ich jetzt insgesamt 30 in der Inbox. Und ein bisschen anderen kleinen Stuff. Ich würde mal sagen, 170 Rationen kostet dann den Hard Mode zu clearen. Das wollen wir uns natürlich jetzt auch noch anschauen. 170 Rationen, let's go. Okay, Oh, 170 Rationen ist schon ziemlich viel. Stahlbrachen haben wir bekommen, bisschen was an Erkennungsmarken, ein paar Winkel und ein paar Notizblöcke, beziehungsweise Militär-Notebook. Das könnt ihr umtauschen, da könnt ihr dann eine Diskette bekommen und da bekommt ihr auch so ein bisschen was an guten Loot. Okay, also wenn ihr mich fragt, lohnt sich das nicht, wenn ihr mich fragt. Also das eine hat 100 und das andere 170 gekostet an Rationen. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Hier, also 170, da sind wir bei 270 Rationen, also ungefähr bei. Ja, es ist einfach viel zu teuer. Viel zu teuer. Also so über 40 Euro, das kann ich gar nicht verstehen. Überlegt mal, stell dir vor, ihr würdet das regelmäßig machen, für 40 Euro Bunker Alpha zu clearen. Boah, also ziemlich teuer. Es lohnt sich einfach nicht. Also ich empfehle es keinem, hier mal ein paar Ressourcengebiete zu clearen für 2 Rationen, für 3 oder für 5. Kann man machen, aber nicht Bunker Alpha. Das ist wirklich viel zu unpreiswert. Okay, das soll es mit dem kurzen, knappen Video gewesen sein. Auf jeden Fall vergesst nicht, das andere Video, was heute noch kommt, anzuschauen, denn dort zeige ich ja, wie gesagt, auch auf meinem Kanal nochmal den Trick, wie man am einfachsten oder relativ einfach die Plünderer töten kann. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das uneffizienteste Video auf meinem Kanal gefallen. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann nachher im nächsten Video. Bis dahin, ciao.